einen schönen guten Nachmittag von den allerbesten MRM-CD aller Zeiten. Wir erfahren heute etwas über wunderbare Notebooks, nämlich ThinkPads. Es wurde schon begonnen mit, hey, kannst du bitte dein ThinkPad einstecken? Ja, okay, es ist kein Apfel drauf, das heißt, es funktioniert. Dementsprechend, wir sind alle begeisterte ThinkPad-Fans, gerade in der Hacker-Community werden diese wundervollen Geräte häufig verwendet. Und Christian führt uns heute ein bisschen ein in Geschichte und Trivia der ThinkPads. Und ich freue mich schon sehr drauf. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, ohai, oder wie man ja thematisch jetzt vielleicht eher sagen würde, ahoi. Herzlich willkommen zum Vortrag ThinkPads Geschichte und Trivia, die zweite. Also es ist eine Fortführung eines Talks, der neulich schon auf der FrostCon stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob da einige von euch schon vielleicht mit dabei waren, aber das ergänzt den Vortrag. Also ihr lernt heute vielleicht noch ein bisschen was Neues. Würde mich zumindest freuen. Ich bin Christian, auch im Internet als ST Devil zu finden im Fediverse, bin hauptberuflich IT-Berater und Trainer und sammle gern obsolete Hardware. Je älter, desto besser. Darf auch gerne nicht x86 sein und ansonsten blogge ich nebenher so ein bisschen und habe auch vor einiger Zeit das Medium Podcast für mich entdeckt und moderiere den Focus on Linux Podcast, bin Teil des Fax Informatiker Quintetts und habe hier auch so ein neues Projekt seit dem Jahr, das ThinkPad Museum heißt, und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen anstecken kann mit der Begeisterung für die Geräte. Ich sehe ja auch einige ThinkPads in der Runde. Vielleicht, wer von euch ist ThinkPad-User, ein kurzes Handzeichen? Das sind fast alle. Und wer hat ein Framework stattdessen? Da gehen auch ein paar Hände hoch. Sehr gut. Und was hat es denn mit diesem ThinkPad-Museum auf sich? Warum reicht man überhaupt einen Talk zu dem Thema ein? Nun, ich habe mir gedacht, sind spannende Geräte und es wäre doch schön, wenn man so eine Art Online-Museum als Blog hätte. Und also es gibt auch physische Geräte, das ist jetzt hier so ein Foto aus meinem Arbeitszimmer. Und auf dieser Webseite liste ich eben Details meiner Sammlung auf, die aktuell aus 55 unterschiedlichen Geräten besteht. Hier schon mal der erste Einwand, ich kann natürlich jederzeit aufhören. Also ich habe kein Problem, ich will halt nur nicht aufhören. Von daher 55 unterschiedliche Notebooks, wenn man doppelt reinzählt, sind es ein paar mehr. Auch drei PDAs sind dabei und ein paar Dockingstations. Und was immer noch fehlt, sind so Bildergalerien und Artikelserien, die die Geräte mal ein bisschen näher im Detail beleuchten. Aber das Ganze ist auch ein monatlicher Podcast, in dem ich über die verschiedenen Geräte und die Geschichte dahinter spreche. Findet man im Internet unter der folgenden URL. Hier sehen wir einen Teil meiner Sammlung und rechts ist das, was man sieht, wenn Freunde zu mir sagen, hey, wusstest du eigentlich, dass ich ein Fotostudio habe? Und ich dann sage, Mensch, das ist ja ein toller Zufall. Ich bräuchte da so ein paar Fotos. Hast du vielleicht Bock, so ein Wochenende wie am Fließband Fotos zu machen? Cool. Also 4 bis 6 Euro Boxen füllen dann so ein Auto voller Notebooks, falls ihr das schon mal wissen wolltet, wie viele Notebooks in so ein Auto passen. Und heute werfen wir mal einen kurzen Blick drauf, was bisher so geschehen ist. Also den ersten Part des Vortrags auf der vorherigen Konferenz der FrostCon habe ich die Geschichte ein bisschen näher erläutert. Das werden wir jetzt ein bisschen zusammenfassen, weil ich glaube, ihr wollt nicht alle denselben Talk nochmal hören. Und dann habe ich mir überlegt, das wäre doch spannend, wenn wir so ein bisschen über Eingabegeräte sprechen. Denn das ist ja eigentlich das, was ThinkPads so unique macht, dass sie halt eben lange Zeit besondere Eingabegeräte hatten. Tastaturen wird es ja häufig genannt, aber auch der Trackpoint hat für viele Leute, inklusive mir, einen besonderen Platz im Herzen. Und weil die MRM-CD ja was ganz Besonderes ist dieses Jahr, habe ich gedacht, da brauchen wir auch ganz besondere Geräte. Und deswegen habe ich so ein paar Kuriositäten und japanische Exclusives mitgebracht. Fangen wir mal an. Wenn ihr Teil 1 gesehen habt, dann habt ihr vermutlich auch zu viel Informationen in so kurzer Zeit aufnehmen müssen. Deswegen versuche ich es in ein paar Folien zusammenzufassen, was im ersten Teil so vorgekommen ist. Den könnt ihr aber auch, wenn ihr wollt, gerne im Nachgang unter den verlinkten URLs euch nochmal anschauen. Aber ich glaube, man kann sagen, dass ThinkPads in Business- und in HackerInnenkreisen häufig angetroffen werden. So fast alle haben jetzt die Hand gehoben und haben gesagt, dass sie ein ThinkPad haben oder schon mal benutzt haben. Es sind Geräte, die von 1992 bis 2005 von IBM produziert wurden, seitdem von Lenovo, und stehen vor allen Dingen für robuste und langlebige Geräte, die ein zeitloses und praktikables Design mit sich bringen.
In verschiedenen Serien sind verschiedene viele Modelle erschienen. TXR-Serie, ich denke, die üblichen habt ihr schon mal gehört. Wenn ihr euch selbst ein Gerät gekauft habt, habt ihr ja auch bewusst eine Entscheidung getroffen. Und das, was viele Leute schätzen an den Geräten, ist eben das zeitlose Design, das auch heute noch erkennbar ist. Wir sehen hier zwei Geräte. Einmal links ein ThinkPad T23 von 2001 und rechts ein T470P von 2017. Da kann man schon sagen, die Designsprache, die ist sehr ähnlich. Also natürlich, das Format hat sich gewandelt. Wir haben jetzt Breitbildgeräte und keine 4:3-Geräte mehr. Aber so diese schnöde, schwarze, leicht mysteriöse Box, das Design, das finden wir auch heute noch. Was sich natürlich geändert hat, sind so Dinge wie, dass der blaue Farbton als Kontrastelement eben fehlt. Aber wir alle haben noch den roten Checkpoint und generell den roten Farbkontrast. Und auch die ThinkPad-Marke ist weiterhin noch erhalten. Das verdanken wir einigen spannenden Menschen in dem Kosmos. Da wäre zum einen mal Arimasa Naito zu nennen, der auch als Father of ThinkPad gilt. Das ist ein sehr begabter japanischer Ingenieur, der schon ein paar Mal die Marke ThinkPad kurz vorm Super-GAU gerettet hat, würde ich sagen. Und maßgeblich vor allen Dingen ist hier erwähnenswert Richard Zappa, ein Industriedesigner, der auch sehr lange als leitender Designberater bei IBM gearbeitet hat, dem wir viel verdanken. Und heute sprechen wir auch kurz über Dr. Ted Selker, der als Erfinder des Trackpoints gilt, das wir alle schon benutzt haben. Nicht weniger spannend ist auch zum Beispiel George Karidis, der ist der Designer des TrackRite Keyboards, das auch sehr ikonisch ist. Und ansonsten gibt es noch Leute wie zum Beispiel Mark Pearson, der den Linux-Support pflegt, wovon wir alle profitieren. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass die meisten Leute hier auch Linux auf ihrem ThinkPad benutzen. Und das geht unter anderem auf das Team zurück. Wie schon kurz gesagt, Richard Zappa ist für mich eine ganz besondere Person in dem Kontext. Er ist einer der wichtigsten Produktdesigner der zweiten Hälfte des 20. Jahrtausends. Und er ist bekannt für sehr viele innovative Designs. Also er hat nicht nur IBM-Produkte designt, sondern zum Beispiel ganz ikonisch auch die Küchengeräte von Alessi oder die Artemide Tissue-Tischlampe. Wer die noch nicht kennt, der wird sie gleich sehen und vielleicht verstehen, warum ThinkPad-EnthusiastInnen die gefallen könnten. Und er war seit 1979 leitender Designberater bei IBM. Und wir verdanken ihm zum Beispiel die schwarze Farbe bei ThinkPads. Denn Anfang der 90er waren halt Notebooks vor allen Dingen grau und langweilig. Und das fand er immer relativ hässlich und sagte, so ein schwarzes Notebook, das wäre schon deswegen spannend, weil es dem Gerät eine mysteriöse Farbe auch irgendwie gibt. Das sieht leicht magisch aus. Und netter Nebeneffekt ist, die damals nicht ganz so farbprächtigen Farbdisplays, die knallen halt einfach mehr, wenn das Gehäuse schwarz ist. Also es war auch vielleicht das ein oder andere Mittelchen, um die Displays ein bisschen schöner darstellen zu lassen. Und die rote Farbe für den Trackpoint geht auch auf ihn zurück, denn rot war eigentlich die vorgesehene Farbe für den Notaus bei IBM Mainframes. Und IBM hat da nicht mit sich reden lassen, dass man diesen Rotton für andere Dinge benutzen könnte und er sollte eigentlich magentafarben werden. Und in seinem ersten Vorschlag, wo das Teil rot war, hieß es, können wir nicht machen, Notaus. Und dann sagte er, na gut, dann machen wir das Ding halt magenta. Und dann hat er in verschiedenen Iterationen diesen Magenta-Ton langsam von magenta in rot geändert. Und ja, das Corporate Identity Team bei IBM, die haben schon gedacht, der wird schon wissen, was er tut. Und dann liefen die Bänder an und sie haben festgestellt, das ist ja gar nicht magenta. Und dann ist es aber leider schon in der Fälschung angekommen, dann konnte man es nicht mehr verhindern. Und deswegen haben wir heute rote und nicht magentafarbene Trackpoints. Wäre sicherlich auch ganz interessant gewesen, wenn die Geschichte hier anders verlaufen wäre. Vielleicht hätte es da auch einen großen Streit mit einem großen deutschen Internetanbieter gegeben, wer weiß. Aber daher kommt auf jeden Fall die Farbe. Und die sehen wir auch schon, wenn wir uns mal diese wunderschöne Tischlampe hier links angucken. Das ist eine Lampe aus den späten 70ern, die über mehrere Wege hier angepasst werden kann, ohne dass man Klemmen am Tisch braucht. Also damals waren halt Lampen super unpraktikabel und mussten am Tisch festgemacht werden und waren schwer einzustellen. Und das ist bei der Lampe eben nicht der Fall. Und sie hat auch keine Kabel, die äußerlich zu sehen sind, sondern das verläuft alles schön in den Armen. Und ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann im Raum, im Stream sicherlich. Wir haben hier rote Kontrastpunkte an den Gelenken, an dem einen Ausschalter und auch vorne dieser kleine Stab, das ist übrigens eine Halogenlampe. Der Stab dient dazu, dass wenn die Lampe auf den Tisch knallt, nicht sofort das Buch abbrennt, wo die Lampe drauf fällt. Und der Endpunkt, der ist natürlich auch in einem kräftigen Rot. Also sehr viele schöne kleine Details an der Stelle.
Rechts sehen wir den ersten tragbaren PC von IBM. Und nur damit wir mal so ein Verständnis haben, warum dieser Mann so kreativ war, das war ein Gerät, das ist in Boca Raton gefertigt worden, in einer Stadt im Bundesstaat Florida, wo es eine ganz große Plage an Alligatoren gab. Und er hat sich gedacht, wir gestalten einen Laptop, der aussieht wie ein Alligator. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, was für Substanzen ich eingenommen haben könnte, dass das wie ein Krokodil aussieht. Ja, wir haben hier eine Tastatur, wir haben hier zwei Diskettenlaufwerke, aber wenn wir es uns von der Seite angucken, hier ist euer Alligator. Ja? Also die Tastatur sind die Zähne, die Augen sind die Knöpfe zum Öffnen des Displays und hinten der ansteckbare Thermodrucker mit Papierauswurf sieht halt aus wie so ein Schwanz. Und das ist einfach, finde ich, ein ganz brillantes Design, das es heutzutage so auch nicht mehr gibt. Und wenn man das natürlich kombiniert, dann hat man hier so ein wunderschönes Gerät mit einer wunderschönen Tischlampe im minimalistischen Setup. Das finde ich optisch sehr, sehr ansprechend. Was man noch sagen kann, ist, dass auch in der Geschichte von den IBM und Lenovo ThinkPads immer viel experimentiert wurde. Also es gab nicht nur die ThinkPads als Notebooks, es gab auch PDAs, die dann WorkPad hießen. Wir hatten sogar Notebooks mit IBM PowerPC-CPUs statt mit Intel-Prozessoren. Wir hatten kuriose Ultrabay-Module, also nicht nur so die Klassiker wie seriell, parallel, sondern auch so Sachen wie einen Nummernblock zum Ausfahren oder eine Dockingstation für ein PDA, weil das wollte man doch schon immer mal, während man im Zug sitzt, dabei haben. Klar, why not? Es gab Notebooks mit zwei Displays, wo man wirklich zur Seite ein weiteres Display rausziehen konnte. Das war einfach seiner Zeit voraus, wollte damals keiner haben. Und alle 5 bis 10 Jahre gibt es auch Jubiläumsmodelle. Und nach wie vor sind die Geräte natürlich auch aufgrund des guten Linux-Supports beliebt. Und infolgedessen findet man es auch in verschiedenen Hackspaces an und ist dadurch auch memetisch und popkulturell relevant. Ich glaube, wir alle kennen diese UEFI-BIOS-Hack-Verballhornungen wie Lenovo oder Lenuvo. Das ist naheliegend. Und, aber auch wenn wir uns mal Kinofilme anschauen, wo es jetzt nicht primär um Nerdkultur geht, sondern hier einfach mal Knives Out gucken, dann sieht man dann halt so ein T61, was halt da so seine 12 Jahre schon auf dem Buckel hatte. Also auch im Mainstream, würde ich sagen, ist dieser Trend schon angekommen. Und damit haben wir so ein bisschen das Grundsetting geschaffen, ja, was im ersten Teil so vorgefallen ist. Und ich glaube, jetzt sind wir alle auf demselben Kenntnisstand und können in das nächste Level des Kaninchenbaus einsteigen und mal ein bisschen über die Geschichte des Trackpoints sprechen. Der ist nämlich in den späten 80ern von Dr. Ted Selker, das ist der Herr hier rechts, erfunden worden. Und das Patent lief dann 2007 schon aus. Also das heißt, man kann jetzt im Prinzip das Patent nutzen und kann sich eigene Keyboards bauen. Das sieht man auch, wenn man sich mit mechanischen Tastaturen beschäftigt. Da gibt es ja auch immer mal kleine Serien von irgendwelchen Tastaturen, wo dann auch so ein Trackpoint-PCB mit dabei ist. Und dann hat man halt einen richtigen Trackpoint, der ordentlich ist, in so einer Mini-Tastatur zum Beispiel. Das, der Trackpoint, wer das nicht kennen sollte, ist eine kleine Gummifläche, die zwischen den GH- und B-Tasten angebracht ist und für eine präzise Bedienung steht. Das soll so ein bisschen an so einen Joystick erinnern. Und der Vorteil dabei ist natürlich, dass während ich die Maus benutze, kann meine Hand eben auf der Tastatur verweilen. Das heißt, wenn ich nur ganz kurz mal schnell wo draufklicken will, muss ich nicht die Hand runternehmen und dieses Touchpad rudern. Das kennt ihr vielleicht auch, die Touchpads früher, die waren ja relativ klein, muss man lieber ansetzen und wischen und wischen und wischen und dann hat man 4, 5 Mal angesetzt und sich dann doch verklickt. Das entfällt, wenn man geübt ist im Umgang des Trackpoints, also das muss man auch trainieren, da so fair muss man sein, das ist muss man einfach ein bisschen Zeit investieren. Und das ging damals mit dem ThinkPad 700 in Serie und hat auch andere Hersteller in der Zeit inspiriert. Also mir fällt ein, Toshiba hatte auch diese hellgrünen Touchpads. Dell hatte die relativ lange. Ich glaube, HPs haben sie immer noch. Also auch andere Hersteller haben dann vorab schon ihre eigenen Alternativen entwickelt, eben weil IBM damit so vorgeprellt ist. Doch wie funktioniert so ein Ding überhaupt? Gute Frage. Wusste ich bis vor einer Woche auch noch nicht so im Detail. Die Funktion beruht nämlich auf der Messung der ausgeübten Kraft über Dehnungsstreifen. Das ist das, was wir hier rechts sehen. Das ist so eine kleine Platine aus einer originalen ThinkPad-Tastatur. Man sieht es, das wurde hier rabiat herausgerissen. Und
Wir haben halt Dehnungsstreifen, die elastisch verformt werden und dadurch, dass dauerhaft eine kleine Spannung aufliegt, kann man natürlich in Form eines analogen Signals die Varianz abfragen. Und ein integrierter Schallkreis auf der Platine, der ist jetzt hier nicht zu sehen, wir sehen jetzt hier nur die Dehnungsstreifen, die angebracht sind, der kann natürlich die analogen Signale dann umwandeln und kann dann eben Instruktionen an den Rechner geben, bewege die Maus in dieser Geschwindigkeit auf diese Position auf dem Bildschirm. Und das gibt es eben, wie gesagt, auch inzwischen in anderen Tastaturen. Von den Trackpoints gibt es auch viele Typen. Ja, also die meisten von euch kennen vielleicht hier diesen Standard-Soft-Dome. Die alten Geräte hatten diesen Classic-Dome und zwischendrin gab es auch zum Beispiel den Soft-Rim, also der nach innen gewölbt ist, der fühlt sich auch sehr angenehm an. Und natürlich, je dünner die Geräte werden, desto dünner werden auch die Trackpoints. Und mittlerweile sind wir, früher hatten wir mal 6 mm, jetzt sind wir bei 2 mm. Ich glaube, es gibt schon erste, die sogar noch weniger haben. Also wird immer weiterentwickelt und optimiert. Und man erkennt übrigens billige Replikas daran, dass diese schnell speckig werden. Also so ein ordentlicher Trackpoint, der auch ein paar Euros kostet, den kann man halt wunderbar lange benutzen. Und so die günstigen Replikas, die werden schnell speckig und man rutscht schnell drauf ab. Das ist bei den Originalen nicht der Fall. Ansonsten haben wir natürlich die Tastaturen, die lange ein Unique Selling Point für ThinkPads waren, denn sie hatten ein angenehmes taktiles Feedback. Man konnte wunderbar auf den tippen, auch auf beengten Platz in so einem Flugzeug zum Beispiel. Und die Qualität, zu der sagte man, dass sie unverwüstlich sei und man konnte die auch einfach wechseln. Also wenn die Tastatur halt kaputt ist, dann hole ich mir eine andere, baue die schnell ein. Und IBM hat ja auch relativ lange selbst hochwertige Tastaturen gebaut. Also ich glaube, die Schnittmenge zwischen Leuten, die gerne ThinkPads benutzen und die gerne mechanische Tastaturen benutzen, die ist relativ konkurrent zueinander. Ich denke, Model F und Model M sind sehr bekannte Tastaturen, die auch gerne in der Szene benutzt werden. Und deswegen hatte man ja Know-how schon in den eigenen Reihen, das man benutzen kann. Aber auch hier gab es im Laufe der Jahre natürlich zahlreiche Veränderungen. Und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, sie sind leider nichts Besonderes mehr. Es sind keine schlechten Tastaturen, wirklich nicht, aber es macht jetzt keinen Unterschied mehr, ob ich einen ThinkPad benutze oder ob ich ein HP ZBook benutze oder irgendeinen anderen Hersteller oder Framework oder irgendwie sowas. Die sind mittlerweile alle gleich gut, mehr oder weniger, würde ich behaupten. Und das ist ein bisschen schade, weil das war halt das Killer-Argument, dass man eben einfach eine unverwüstbare Tastatur hatte. Alle Generationen der Tastaturen haben sogenannte Scissor-Switches. Das war früher, wurden die gefertigt von NMB, Chicony, Alps. Mittlerweile nur noch Chicony und Lite-On. Und das sind im Wesentlichen so Stabilisatoren, die gegenüberliegend und über so ein Scharnier verbunden sind. Das ist, was man hier so rechts auf der Grafik sieht. Also so ein Scherenmechanismus, könnte man auch sagen, auf einer geringeren Höhe. Und auch hier hat sich der Tastenhub auch über die Jahre verändert. Also wenn wir mal gucken, so in den 90ern, 3 mm Tastenhub, das ist schon echt viel. Also da hat man schon einen ordentlichen Weg und ein ordentliches Feedback. Und im Laufe der Jahre hat sich das immer weiter reduziert. 2,5 hatten dann so um die 2000er rum die Geräte und hat dann immer weiter abgenommen. Und für mich habe ich so gemerkt, also ich habe auch verschiedene Geräte aus verschiedenen Jahrzehnten, dass so 1,8 mm für mich so der Peakpoint war. Das war noch angenehm, da konnte man halt solide drauf tippen und hat ein gutes Gefühl, ob die Tasten auch richtig getroffen wurden. Es machte Spaß, darauf zu tippen. Mittlerweile hat man aber in aller Regel 1,5 oder 1,35 mm. Also fühlt sich nicht mehr so knackig an, wie es früher mal war, leider. Was aber auf jeden Fall sehr beeindruckend war, war damals das Trackride Keyboard. Das ist so 95, 96 rum designt worden. Das ist die Tastatur, das ThinkPad 701, das auch ursprünglich mal Butterfly heißen sollte. Das fand aber das Marken- und Patentamt irgendwie nicht so catchy und nicht so spezifisch genug. Deswegen haben sie das dann umbenannt in Trackride. Und das ist eine Tastatur, die ist so knapp 25 cm breit. Und wenn man das Notebook aufklappt, dann klappt sich die Tastatur aber diagonal raus und kommt somit auf fast 30 cm, was dann so die Breite von so einer ThinkPad T60-Tastatur ist. Und das ist natürlich beachtlich, ja, dass man auf so einem kleinen Gerät, wir reden hier vom Gerät mit 10 Zoll, eine vollwertige Tastatur hat, auf der man richtig gut tippen kann. Und das Benchmark, das man damals hatte, war, wir haben hier diesen kleinen Tisch von so einem Flugzeugsitz und da muss eine ordentliche Tastatur in einem kleinen Gerät drauf, damit so ein Mensch während einem Flug halt seine großen Excel-Sheets bearbeiten kann. Coole Idee, würde man heutzutage, glaube ich, nicht mehr machen. War auch damals schon ein bisschen problematisch, denn das Design der Tastatur war sehr aufwendig und deswegen hat sich das mehrfach verzögert und es kam dann 95 raus, hatte einen 486er und damals gab es halt schon Pentium-Prozessoren. Also man war einfach leider zu spät damit und hat dann den Markt verpennt an der Stelle.
Das Gerät hat super viele Preise gewonnen, war aber kommerziell leider kein Erfolg, aber ist trotzdem das ikonischste ThinkPad aller Zeiten. Denn man sieht es hier, das ist die Tastatur, die sich hier so diagonal einmal seitlich aufschiebt, während das Gerät geöffnet wird. Und rechts sehen wir auch den Designer der Tastatur. Wenn man das mal gesehen hat, sehr, sehr beeindruckend. Ich selbst habe auch so ein Gerät in meiner Sammlung, das muss aber noch ein bisschen restauriert werden. Der Mechanismus, der muss natürlich gepflegt werden die Jahre über, denn so ein Gerät, wenn es mal 30 Jahre alt ist, dann will das nicht mehr so häufig auf und zu gemacht werden, ohne dass man sich da genau anguckt, dass der Mechanismus noch funktioniert. Aber reden wir doch mal ein bisschen über die anderen Tastaturen, die es in der Zwischenzeit gab. Und wir können mal mit der OG-Tastatur beginnen. Das ist hier von dem ThinkPad 760EL von 96. Und wir sehen hier so das klassische siebenreihige Design. Ja, also hier sieben Reihen, oben eine vollwertige Funktionsreihe mit F1 bis F12 und verschiedenen Funktionstasten, der Escape-Knopf links oben und hier auch ein LC-Display. Da werden dann so Dinge angezeigt wie Stromsparmodus an oder aus, Akkulaufzeit, wird der Akku gerade geladen. Und die hat man halt bei allen Geräten damals verbaut. Bei manchen Geräten waren es nur 6 Reihen, bei so 10-Zoll-Geräten, denn das wird dann einfach ein bisschen eng. Und Ausklapptastaturen hat man gelernt, die sind zwar cool, aber super schwer zu produzieren. Und deswegen hat man hier Standardtastaturen verbaut. Damals gab es noch keine Sondertasten oder LEDs. Und benutzt wurde das Ganze bis zum 600X, also bis zum Jahr 2000. Und dann wurden die Tastaturen eben einmal abgelöst von der nächsten Generation. Und so springen hier auch immer mal so ein bisschen, dass ihr sehen könnt, wie sehr sich das verändert. Also wir sehen, der Farbton, der ist ein bisschen ein hellerer. Ja. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch bei der integrierten Maus hier eine mittlere Maustaste, ja, die jetzt hier in einem Hellblau zu sehen ist. Und ist so mit der ATX20er-Serie eingeführt worden. Wir haben jetzt auch ein Novum, Sondertasten für leiser, lauter und stumm und haben hier sogar eine ThinkPad-Taste, mit der man ins BIOS kommt oder so ein Recovery starten kann. Der Anschalter ist jetzt auch auf der Tastatur, der war früher immer seitlich am Gehäuse. Und wir haben hier die üblichen Status-LEDs, Caps Lock, Festplattenzugriff, Standby-Modus und so weiter. Das Design hat man dann auch lange benutzt, hat es dann aber ein paar Jahre später angepasst. Also genauer gesagt, die ersten Geräte kamen schon 2003. Bei anderen Serien hat es ein bisschen länger gedauert. Mit dem TR-X30 hat man das ein bisschen angepasst. Man hat jetzt die blaue Enter-Taste, ja, also die ist noch schwarz. Und die hat jetzt auch den Blauton wie die mittlere Maustaste. Die mittlere Maustaste ist nach oben gewandert, ist hier auch so leicht genoppt, damit man die auch ohne hinzugucken ertasten kann. Ansonsten haben wir auch weiterhin oben die Sondertasten und auch noch LED-Statussymbole. Aber wir haben jetzt auch hier die F-Tastenreihe, die ist jetzt in einem hellen Grau. Also man hat hier einfach mehr mit Farben gespielt, um das zu visualisieren. Und die Maustasten sind auch ein bisschen kleiner geworden vielleicht. Also wenn wir mal gucken, hier ist das in 2 Reihen angebracht und relativ breit. Hier werden sie kleiner, weil da kommt auch bald dann mit UltraNav kommen dann Touchpads rein. Und das kam dann nämlich mit der 40er-Serie. Das ist jetzt hier ein R40, gilt aber auch für das TR und X und G40. Da sind jetzt die Status-LEDs herausgewandert. Die hat man dann in der ClearPlate, das ist so diese Reihe unterhalb des Bildschirms, wo man ja relativ lange relativ viele Symbole drin hatte. Deswegen hat man die Tastatur ein bisschen sauberer gestaltet. Und der ThinkPad-Knopf, der heißt jetzt Access IBM, because why not? Da kann man auch nach wie vor das BIOS mit aufrufen und es gibt aber auch ein Pre-Boot-Environment mit einer Restore-Funktion. Das heißt, wenn ich mir mit dem Update mein Betriebssystem zerschossen habe, kann ich da einmal draufdrücken und komme dann in so einen kleinen Recovery-Mode, wo ich dann mein Image wiederherstellen kann. Da brauche ich dann dafür aber dann eine kleine Service-Partition, ich glaube so 5 GB, 2 GB auf der Festplatte und dann wird dann so ein Image halt wiederhergestellt. Nette Spielerei, hat sich aber irgendwie auch nicht so richtig durchgesetzt. Gab es aber immerhin damals. Die nächste Iteration war dann so ab der TR-X60er-Serie. Da entfällt jetzt der graue Kontrast. Also wenn wir nochmal gucken, vorher die grauen Funktionstasten hier oben, die entfallen jetzt, das ist alles wieder schwarz. Dafür haben wir hier oben graue Multifunktionstasten für Lautstärke und der An- und Ausschalter. Und aufgrund des Übergangs, also ab 2005 ist ja die Produktion bei Lenovo gelandet, kann man natürlich nicht mehr Access IBM sagen, deswegen heißt es jetzt ThinkVantage. Und die Farben der Maustasten entfallen. Das sind jetzt nur noch schwarze Tasten, aber es sind trotzdem noch, die mittlere Maustaste ist genoppt, sodass man das immer noch ertasten kann, wo man hier gerade unterwegs ist, auf welcher Taste.
Dann gab es noch eine weitere Iteration und das ist hier so ab dem T410X220. Da haben wir jetzt beleuchtete Funktionstasten. Also was wir hier oben sehen, lauter, leiser, Ton aus, Mikrofon. Wenn man da eben drauf drückt, dann leuchten die rot, damit man weiß, jetzt ist der Ton aus, jetzt ist das Mikrofon aus. Also so ein bisschen Anpassung der Reihe oben, damit man dann nicht im Betriebssystem gucken muss, ob der Ton aus ist. Man sieht es eben auch farblich auf der Tastatur. Und das hier ist sogar ein VIP-Schalter geworden, lauter, leiser. Das waren vorher einzelne Tasten und jetzt kann man das schön mit drüber streichen, eben den VIP-Schalter betätigen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man es nicht vorher kannte, die Entferntaste und die Escape-Taste, die sind doppelt so hoch. Die Vim-User fanden das toll damals, ja, weil man dann immer wusste, okay, egal wo ich da oben drauf bolze, ich komme immer auf die Escape-Taste und bin dann wieder in meinem Modus. Aber ansonsten musste man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Und das war so die letzte Iteration. Also farblich hier ist die Farbe wieder mit reingekommen, aber man hat sich dann entschieden, dieses Design nicht weiter zu produzieren, sondern eine neue Tastatur ins Leben zu rufen, das Precision Keyboard. Und damit entfachte ein großer, jahrelanger Flame War in der ThinkPad-Enthusiastinnen-Szene. Weil wir alle sind natürlich Menschen und wir mögen keine Veränderungen, also viele von uns zumindest. Und viele Leute, die jahrelang ThinkPads benutzt haben, sagten, das war der Grund, warum ich diese Geräte gekauft habe. Und jetzt gebt ihr mir eine Tastatur wie bei jedem anderen Notebook. Und das ist nicht das, was ich will. Ich glaube, ganz so schlimm war es vielleicht nicht. Also ich habe damals auch ein neues Gerät bekommen und es ist halt eine andere Tastatur. Aber guess what? Die 90er und 2000er waren halt rum und dann ändern sich halt auch manchmal Dinge. Und Veränderung muss ja nicht immer schlecht sein. Von daher, aber worum geht's genau? 2012 wurde die Tastatur vorgestellt in der TW X und L Serie. Die hat man auch erstmalig schon im X1 verbaut und auch in der Edge und X100er E Serie experimentiert. Das waren eher so niedrigpreisigere Serien. Und jetzt fragt ihr euch, warum sind da Kaugummis drauf zu sehen? Naja, die Tastatur heißt halt Chiclet-Tastatur oder Island-Style-Tastatur, weil die Tasten so ein bisschen aussehen wie diese Kaugummis, die halt Chiclet heißen. Ich zeige euch auch gleich, wie die Tastatur aussieht, dann erkennt man vielleicht den Vergleich. Und da hat man 6 statt 7 Reihen drin, auch bei größeren Geräten. Das führt dann dazu, dass man mehr Freiräume zwischen den Tasten hat. Und dadurch auch in Summe die Tasten ein bisschen größer werden. Und das soll natürlich Tippfehler verhindern, weil wenn ich ein kleines Gerät habe und dann auch noch so eine Tastatur, wo die Tasten sehr eng beieinander liegen, dann und ich schnell tippe, dann kann es natürlich schon passieren, dass ich daneben tippe. Und das soll mit der neuen Tastatur der Vergangenheit angehören. Dadurch entfällt dann aber auch die separate Reihe für Funktionstasten. Aber genug der Worte, gucken wir uns doch die Tastatur mal an. So sieht die nämlich aus. Und wenn wir uns jetzt mal diese Form anschauen, dieser Tasten, die halt nicht mehr genau wie so ein Quadrat ist und uns diese Kaugummis angucken, dann ist das natürlich schon ein treffender Vergleich. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Originalvorlage dafür war, aber ich glaube, der Vergleich, der ist ganz griffig. Ja, und ansonsten, wir sehen hier die fehlende Funktionsreihe. Wir sehen hier aber nach wie vor die beleuchteten Soundtasten hier oben zum Beispiel und den anderen Ausschalter, der auch beleuchtet ist, haben sogar hier wieder eine blaue mittlere Maustaste. Aber es ist natürlich ein großer Bruch mit dem, was man vorher kannte. Also auf jeden Fall viel Veränderung, aber mittlerweile, glaube ich, hat sich das auch etabliert. Was ansonsten auch noch auffällt, wir haben jetzt hier so Bild hoch, Bild runter Tasten. Vorher waren da so vorherige Seite, nächste Seite, also so Webbrowser-Tasten. Die sind da jetzt eben weggefallen. Und in weiteren Iterationen hat man dann auch die blauen Farbelemente entfernt. Also auch das hier ist wieder entfallen und die Taste, die war halt von Anfang an schwarz. Und auch für einige sehr, sehr schmerzhaft. Die Tasten sind nur noch 2 Millimeter hoch und nicht mehr 2,5 Millimeter. Der Mechanismus ist unverändert, also sie tippt sich genauso gut oder schlecht wie eine alte Tastatur. Das Argument kann man hier nicht zählen lassen. Aber, und das ist, glaube ich, echt ein Mehrwert, dass die Tastaturen dann auch wirklich beleuchtet waren. Ich weiß nicht, wer von euch hat das ThinkLight genutzt damals? Da gehen viele Hände hoch. Ich finde die auch toll, muss aber zugeben, wenn man halt so eine richtige beleuchtete Tastatur hat, das ist halt schon irgendwie ein bisschen geiler. Also es ist schon cool, wenn von oben so ein Licht auf die Tastatur geworfen wird und auf das Gerät. Aber es ist natürlich einfacher, einfach eine beleuchtete Tastatur zu bauen. Also kann man sagen, die Tastatur ist der Grund dafür, warum wir nach 14 Jahren keine ThinkLight mehr haben in ThinkPads. Was ganz interessant ist, auch so ein Nebenstrang des Rabbit Holes, den ich entdeckt habe, dass die
Oberflächenbeschichtung der Tasten eine andere ist, wenn ihr eine unbeleuchtete Tastatur habt oder eine beleuchtete. Also das ist auch heutzutage immer noch machbar, dass man sich eine Tastatur ohne Beleuchtung klickt. Das ist der Default, wenn man sich direkt auf Lenovo.com eine klickt. Ist mir passiert, frag nicht warum. Ich habe mich sehr geärgert, musste sie dann im Nachgang austauschen und neu kaufen. Und wenn man keine Beleuchtung hat, dann ist es halt ein matter Finish, der rutschfest ist und halt nicht durchsichtig. Aber wenn ich ein Backlight habe, dann ist es ein leicht glatter Finish und der ist auch so ein bisschen rutschiger. Ja, also wenn ich gerade noch so leicht feuchte Hände habe, dann rutsche ich da eben auch mal drüber. Sieht dann so aus. Das ist so ein Twitter-Teil, wenn man so will. Das ist ein Revival des Classic Keyboards, also eine moderne Tastatur mit eben den Multifunktionstasten oben. Aber wir haben wieder das alte Design, wir haben das alte Logo sogar und wieder die Farben. Und das ist ein Sondermodell, das 2017 rausgekommen ist, das sogenannte T25 zum 25-jährigen Jubiläum von der Marke ThinkPad. Da wurden, ich glaube, 5.000 weltweit produziert, 300 in Deutschland ausgeliefert und eins davon seht ihr hier gerade auf dem Tisch. Ist ein sehr, also relativ seltenes Gerät, findet man wirklich super selten auf eBay. Und ja, habe eins in meiner Sammlung und habe jetzt hier, könnt ihr euch auch gerne, wenn ihr wollt, im Nachgang anschauen, ist halt eine alte Tastatur mit dem modernen Innenleben. Und somit Best of Both Worlds, wurde leider aber nicht mehr danach in Serie produziert, obwohl viele Leute sagten, das wollen wir bitte jetzt wieder in jedem Gerät haben. Also, wenn ihr so eine Tastatur haben wollt, dann müsst ihr echt ein bisschen Glück auf eBay haben. Manchmal tauchen da die Spare Parts auf. Und damit, glaube ich, genug zu Tastaturen. Kommen wir mal zu ein paar Kuriositäten. Und ein Gerät, das ich sehr, sehr spannend finde, von 1995 habe ich mal mitgebracht, ein IBM Palmtop PC 110, ist so ein Kleinstrechner mit einem 4,7 Zoll Display, mit Decadence 156 Farben, 4 MB Flash und einem Kartenleser. Und das ist schmaler, aber dicker als eine VHS-Kassette und wiegt knapp über ein halbes Kilo. Und sieht wirklich verrückt aus. Wenn wir mal so gucken auf dem Bild, wir haben hier so eine vollwertige japanische Tastatur und haben hier so Knöpfe. Das sieht fast aus wie so ein Gameboy oder wie so ein Gaming-Handheld. Und haben hier links oben einen Trackpoint. Ja, also man hat hier eine Maus und hat dann auch hier in Blau und Grün, was natürlich die Farben der Marke sind, links und rechts nochmal Knöpfe und hier auch nochmal. Und in der Mitte gibt es sogar ein kleines Display, für das es keine DOS und Windows, sondern nur Linux-Treiber gab. Da konnte man dann noch weitere Informationen anzeigen. Und das Gerät hat sogar ein Mikrofon und einen Lautsprecher, das nehme ich hier vorne. Und dadurch konnte man das Gerät, weil es ein Modem hat, auch als Telefon benutzen. Und das sieht richtig behämmert aus, nämlich so. Ich meine, ich weiß nicht, kennt ihr das erste N-Gage? Habt ihr auch schon mal gesehen. Ne? Da hält man das Gerät ja auch so. Ich bin mir relativ sicher, Nokia hat da vielleicht mit dem N-Gage bei IBM abgeschaut. Und ja, warum auch nicht? Passend dazu gab es auch eine Dockingstation, die sehen wir hier links im Bild. War auch relativ klein, hat dann die üblichen Ports hinten gehabt, seriell, parallel, PS2 und so weiter. Und sehr, sehr spannendes Gerät, hätte ich gerne in der Sammlung, aber natürlich ein 486er mit 33 MHz und 4 bis 20 MB RAM. Ist natürlich schon ein bisschen limitiert, aber wäre froh, das mal in den Händen halten zu können. Macht bestimmt Spaß, damit zu arbeiten. Und in der Vorbereitung habe ich noch was anderes gefunden, das ich auch extrem spannend fand. Es gab nämlich mal eine Fernsehkarte in den 90ern für ThinkPads, dann der TV-Tuner für die 300er und 700er Serie. Der hat dann das Diskettenlaufwerk ersetzt, saß links vorne am Gehäuse und hatte eine externe Antenne, die mit der Batterie betrieben wurde und sogar noch einen Composite-Port. Und ich habe irgendwo auf Reddit ein Video von einem Menschen gefunden, der hatte halt einfach seine erste Xbox dran angeschlossen und hat dann halt auf dem Gerät aus 90ern dann Halo gespielt, was echt wild aussah. Vorne gab es dann Knöpfe zur Steuerung und interessant auch, dass das Modul nach dem Notebook eingeschaltet wurde. Das heißt, im Hintergrund lief das Betriebssystem weiter, hat halt nichts gemacht und der TFT, und das ist auch ganz wichtig, weil es gab ja damals DSTN-Displays und TFT-Displays, das ging nur mit TFT-Modellen, und dann hat das Modul im Prinzip die Kontrolle über den Bildschirm übernommen. Und ja, wir sehen hier so ein bisschen, das sind Knöpfe, die dann vorne halt rausgeführt werden. Wir haben hier auch noch so einen Kopfhöreranschluss, haben dann hier verschiedene Knöpfe für Senderwahl. Und an der Seite hier sehen wir dann den Composite-Eingang, Lautstärkeregler und so weiter. Und sah echt verrückt aus, weil das Ding hatte auch einen richtigen, ja,
On-Screen-Support für den Kanal. Also man konnte dann nach Kanälen suchen und hat dann halt wie auf dem Fernseher das nur auf dem Notebook gesehen und die Antenne eben batteriebetrieben daneben. Echt wild. Ansonsten gab es auch schon relativ früh Tablets. Also das, was heute eigentlich omnipräsent und Standard ist, gab es schon relativ früh, nämlich Anfang der 90er. Da gab es nämlich ein 9,5 Zoll Convertible Tablet. Wobei Convertible so ein bisschen in Anführungsstrichen, denn der Bildschirm wird im Rahmen gedreht. Zeige ich euch gleich auf der nächsten Folie. Auch hier typisches Anfang der 90er Gerät, 486er, 20 MB RAM, bis zu 540 MB Festplatte und natürlich exaktes DIN A4 Format, damit es überall reinpasst, aber dafür halt 3,1 Kilogramm. Warum auch nicht, ja. Kam mit Windows 3.1 oder 95 und, das fand ich auch spannend, das hatte halt damals schon optionalen Stift-Support. Also selbst für Windows 3.1 gab es schon den ersten Tablet-PC-Mode, wenn man so will. Und was wir hier halt sehen ist, wir haben hier diesen Bildschirm und links ins Gehäuse eingelassen auch diesen Stift, sodass halt, wenn der Bildschirmdeckel geschlossen ist, auch dann der Stift geschützt ist. Und sah dann so aus, man hat dann den Bildschirm im Rahmen gedreht, wie ich schon vorhin angedeutet habe. Und das ist halt extrem kurios, weil warum hat man es nicht so gemacht, wie man es heute macht, mit dem Knickscharnier? Damals hatte man die Idee halt noch nicht und hat es halt eben so gemacht. Und dann im Tablet-Mode sieht das Gerät eben so aus, die Tastatur wird komplett verborgen, also man kann sie da nicht versehentlich betätigen. Und man kann natürlich mit dem Stift aus der Halterung ganz komfortabel dann drauf arbeiten auf dem Gerät. Und das ging halt selbst damals, 1992, mit Windows 3.1 schon. Hier zwei Screenshots, die ich gefunden habe. Man hat dann halt so eine On-Screen-Tastatur und hat auch in Systemdialogen, was wir hier rechts sehen, das ist ja der Dateimanager von Windows 3.1. Also überall, wo über das System Eingabefelder gerendert werden, habe ich dann halt wirklich so wie von so einem Antrag und dann kann ich dann A, B, C und so weiter reinschreiben und nach mehreren Minuten Wartezeit oder so wurde dann auch die Schrift erkannt. Also das sieht erstaunlich nach dem aus, was ich viele Jahre später in Windows XP kennengelernt habe. Da gab es ja damals auch schon die Tablet PC Edition. Und das hat tatsächlich die Wurzel 1992. Das fand ich sehr beeindruckend. Nicht weitaus weniger interessant ist das IBM TransNote, das von 2001 bis 2003 gebaut wurde. Das ist ein ThinkPad mit einer eingebauten Schreibunterlage, die natürlich ThinkScribe heißt. Das ist das, was wir hier sehen. Wir haben links ein interessantes kleines Gerät und rechts wie so ein Papierblock im Wesentlichen. Und den kann ich auch benutzen, wenn das Notebook aus ist und kann da eben einfach auf einem Blatt Papier mit einem Stift meine Notizen schreiben und malen. Also es gehen dann halt, also ich schreibe wirklich physisch mit Tinte auf Papier. Nur der Stift, der ist eben ein intelligenter, der überträgt nämlich die Positionen über Funk im Wesentlichen. Und dieses Gerät, was da rechts zu sehen ist, das kann dann halt eben auch im ausgeschalteten Zustand des Notebooks dann sich merken, was wo wie geschrieben wurde. Und wenn ich das Gerät wieder anschalte, dann kann ich es importieren und habe dann meine Notizen, die ich eben geschrieben habe. Das Gerät selbst basiert auf dem X21, also so Pentium 3 Klasse 600 MHz. Jetzt auch nicht super schnell, 10 Zoll Gerät. Und das ist eigentlich eine interessante Kollabo, die da zustande kam, denn das basiert auf dem Crosspad. Und das Crosspad war ein Produkt von IBM und AT Cross. Das ist so ein US-amerikanischer Hersteller für Schreibgeräte und Uhren. Und die produzieren halt seit den 70ern die Füllfederhalter, die US-Präsidenten zum Beispiel benutzen, um dann irgendwelche Anträge vor laufender Kamera zu signieren. Ja, und das, was wir hier sehen, sind die beiden Produkte, die dem vorgegangen sind, nämlich das Crosspad rechts, relativ groß und schwer, und das Crosspad XP ein bisschen kleiner. Und die haben einfach diese Technik in so kleines Gehäuse eingebaut. Das war natürlich auch wieder ein sehr aufwendiges Design, also auch gerade der Stift erforderte viele Gehäuseanpassungen. Man sieht das leider nur so bedingt auf dem Bild, aber hier rechts ist so eine Aussparung. Der Stift ist halt leider viel zu dick, dass er in das Notebook reinpasst und deswegen haben sie halt an das Gehäuse noch was rangeflanscht, damit er da eben eingebaut werden kann. Und ja, Kostenpunkt, ne, inflationsbereinigt, schlappe 5.000 Euro circa. Und auch dieses Crosspad, was wir hier rechts sehen, das kommt so auf ca. 700 Euro und ist aber auch massiv gefloppt und nach wenigen Wochen oder Monaten schon stark im Preis reduziert worden.
die Fachpresse meinte so, ja, das wäre viel zu groß, damit könnte man überhaupt nicht arbeiten, so mobil funktioniert das nicht. Und dann hat halt IBM extra für diese Geräte nochmal so eine Reihe an Flugzeugsitzen gekauft, sie ins Büro gestellt, die Fachpresse eingeladen, hat so gesagt, hier, setz dich hin, hier ist dein kleiner Tisch und hier, mach doch mal auf und man kann damit arbeiten. Aber wenn halt meine Fachpresse irgendwo ihrer Meinung kundgetan hat, dann ist es schwer, diesen ersten Image-Schaden wieder zu reduzieren und deswegen ist das Gerät halt gefloppt, obwohl sie sogar tatsächlich eine Linkshänder-Version oder einen Umriss-Kit angeboten haben. Also das ist schon ein Nischengerät. So, und die haben dann für das Nischengerät, für eine noch kleinere Nische, ein Umbaukit rausgebracht, sodass man das Gerät dann auch im Linkshänder-In-Modus benutzen konnte. Und auch die Display-Position, also wir sehen hier, man kann das halt wie so ein Notizbuch benutzen, also entweder mit Notebook im Vordergrund oder eben der Schreibunterlage im Vordergrund. Man kann es auch im Prinzip als Bildschirmständer benutzen. Also es war eigentlich sehr, sehr vielseitig, hat aber damals ja niemanden so richtig interessiert. Dann gab es 2011, 2012 das ThinkPad-Tablet, das einzige Business-Android-Tablet, hatte ich damals auch. Das sehen wir hier rechts, gab es auch mit Docking-Station und mit Hülle, mit eingebauter Tastatur. Kam mit Android 3.1 und 4.0.3 und es gab halt keine alternativen ROMs. Und nach 2 Jahren dachte sich Lenovo, ja cool, will keiner, warum sollen wir noch Updates dafür rausbringen? Echt schade, es hätte Potenzial gehabt, auch wenn es nur ein Gigramm hatte, aber Nischenprodukt, das leider auch am Markt nicht angekommen ist. War halt auch relativ schwer, also fast ein Kilo für so ein Tablet ist schon echt schwer und auch mit 900 Euro ziemlich teuer. Und das sind vermutlich auch die Gründe, warum es nicht so gut im Markt angekommen ist. Weitaus spannender ist es mit den japanischen Exclusives. Die gab es schon relativ früh, also schon Anfang der 90er, gab es echt verrückte kleine Geräte und Kollabos. Hier rechts zum Beispiel 550 BJ, also ist hier Bubble Jet, soll das bedeuten. Das ist ein Notebook mit einem eingebauten Tintenstrahldrucker. Warum auch nicht? Also wie häufig ist es mir schon passiert, ich saß in der S-Bahn und dachte, Mist, hätte ich jetzt mal meinen Drucker mit dabei. Kennt man ja. Und das war eine Kollabo mit Canon, die sie zweimal gebaut haben. Und das war wirklich, man hat dann halt vorne Papier eingelegt, in der Mitte war die Druckeinheit und hinten kam dann das bedruckte Papier heraus. Und kam aber irgendwie auch nicht so ganz am Markt an. Ich weiß nicht, woran das gelegen haben könnte. Und aber auch heute gibt es immer noch Sondermodelle, die man nur in Japan findet. Und zum Beispiel eben natürlich aufgrund des Tastaturdesigns, das japanische Layout braucht einige Tasten mehr. Aber auch so krude Modelle wie ein T14P, das es seit Jahren nicht mehr gibt. Oder ein R14, ein S2 oder ein ThinkPad Neo. Ich warte ja persönlich auf das ThinkPad Neo Genesis. Wenn das rauskommt, dann würde ich irgendwann mal upgraden. Aber ein besonderes spannendes Modell, finde ich, ist das 220 von 93. Das ist ein frühes Ultra-Portable, so 22 x 16 cm. 386er ist auch nichts Besonderes. Hat leider nur ein Graustufen-Display, das auch keine Hintergrundbeleuchtung hat, also eigentlich nicht interessant. Aber, und ich weiß, dass es einigen Leuten wichtig ist in dieser Bubble, ja, Leute, die gerne mechanische Tastaturen benutzen oder vielleicht auch ergonomische mechanische Tastaturen, die stehen vielleicht auch auf Trackballs. Und genau das ist hier der Fall. Ja, das hat links oben einen Trackball. Wie verrückt ist das denn? Also echt spannendes Design und konnte auch mit AA-Batterien betrieben werden. Auch nochmal ganz interessant. Sah dann so aus an der Dockingstation mit Farbe. Und ansonsten gab es auch noch eine Kollabo mit Ricoh. Es war quasi ein ThinkPad, das unter ganz vielen anderen Namen auch im Konsumermarkt gekauft werden konnte. Hitachi, Epson oder halt eben auch Ricoh. Das war so ein 9 Zoll Sub-Notebook mit auch einem Pentium mit 96 MB RAM. Und was aber interessant war, man konnte das mit diesen Standard-Camcorder-Akkus benutzen, weil so spezielle Notebook-Akkus, die sind natürlich immer auch ein bisschen teuer. Wenn die kaputt gehen, dann will ich ja auch Marken-Akkus haben und keine Billo-Akkus. Und ja, da kann ich halt einfach so einen Standard-Akku aus meiner Sony, Canon, was auch immer, Kamera einlegen. Und das ist natürlich schon spannend und war halt außerhalb Japans nur als Fremdmarke erhältlich. Deswegen haben wir auch hier wieder ein schönes japanisches Layout und auch hier wirklich mit einer kleinen Maus ohne Checkpoint. Das wurde von Rios gefertigt, das war ein Joint Venture von Ricoh und IBM Japan und sah dann so aus. So Standard-Akkus konnte man eben einlegen, links und rechts und war eins der ersten Geräte, die sogar USB 1.1 hatten. Auch recht interessant.
Last but not least, wir nähern uns langsam dem Ende. ThinkPad S30, S31 war so das letzte 10,4 Zoll Sub-Notebook. Das gab es nur in Japan oder für den restlichen asiatischen Raum mit dem S31. War auch das erste Sondermodell zum 10-jährigen Jubiläum und hatte hier so einen Klavierlackdeckel. Und das ist natürlich immer ein bisschen verpönt, weil man immer Fingerabdrücke drauf sieht zum Beispiel. Aber das ist auch später wieder in der SL-Serie aufgegangen zum Beispiel. Und was ich hier so schön finde ist, dass es halt eben so ein wunderschönes, bauchiges Gehäuse hat. Also es geht ja eben nicht einfach klar runter, dann hätte man die Tastatur ja kleiner machen müssen, sondern es ist eben bauchig und dadurch kann ich mehr Tasten unterbringen. Und es sieht auch optisch dadurch auch echt interessant aus. Ja. Manche Modelle gab es auch in matt, aber die sind recht selten anzutreffen. Meistens hat man hier Klavierlackoptik. Und der Akku war auch gleichzeitig, der hat einen glänzenden Fuß drin, damit ich das Notebook anheben kann, um ergonomischer tippen zu können. Also Akku kann auch was mit Ergonomie zu tun haben. Und aktuelle Sondermodelle für Japan sind zum Beispiel das T14P, 14-Zoll-Gerät mit dedizierter Grafik und i9. Das ist ungewöhnlich, so ein starkes 14-Zoll-Notebook. Das ist eigentlich eher so die Performance-Serie. Und auch generell P-Modelle gibt's so ja eigentlich nicht mehr. Also T40P war das letzte 14-Zoll-T-Modell. Und jetzt auch seit ein paar Jahren haben wir nur 15P-Modelle wieder. Und auch diese silbernen Display-Scharniere, ja, also das ist halt auch ein Relikt früherer Geräte. Die gibt's eigentlich weltweit seit 10 Jahren nicht mehr, außer halt in dieser Modellserie, die es nur in Japan gibt. Und die 16-Zoll-Workstations, die haben die aber halt in einem dunklen Silber. So viel dazu. Ich habe hier noch ein paar Links für die Nachlese, falls euch das interessiert hat. Teil 1 des Vortrags gibt es hier nochmal. Ansonsten das ThinkPad-Forum, das ThinkPad-Wiki ist immer eine gute Anlaufstelle. Ansonsten Laptop Retrospective ist ein sehr guter Content-Creator, der sich mit dem Thema sehr tief beschäftigt. Der macht YouTube-Videos, aber schreibt auch Blogposts. Und der hat auch Interviews mit all diesen krassen Koryphäen aufgenommen und veröffentlicht. Also man kann mit den noch lebenden Leuten, kann man sich die Interviews da anhören. Sehr interessant. Und ansonsten hier auch das Museum verlinkt und das ganze Projekt geht eigentlich zurück auf den Podcast Hackerkultur vom Klick-Klack-Hack-Philipp, Grüße gehen raus, der mich da generdsnapped hat und so meinte, mach doch da einen dedizierten Podcast zu. Dann meinte ich so, jo, da sind wir nach einer Stunde durch. Und dann haben wir so eine Probefolge gemacht, die ging mehrere Stunden und dann haben wir beide gemerkt, okay, vielleicht ist es doch ein Rabbit Hole. Und wenn ihr noch tiefer analog in das Thema einsteigen wollt, gibt es auch Fachlektüre zu den ganzen Themen. Auch sehr empfehlenswert, so Hochglanzbücher mit Detailfotos aus den 90ern, sehr, sehr schön anzuschauen. Und ansonsten gibt es auch diesen Podcast, der einmal im Monat erscheint. Das ist ein interaktives Format, das heißt, wenn ihr selbst euch für diese Technik oder die Geräte interessiert und begeistert, ich suche immer nach Gästinnen, die da mit mir mal gemeinsam abnörden wollen, dann freue ich mich natürlich, wenn Leute da reinhören oder auch mitmachen wollen. Und ansonsten, Disclaimer, die ganzen Bilderquellen und danke für eure Aufmerksamkeit für dieses sehr nischige Thema. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich glaube, hier ist es gar nicht so nischig. Hier gibt es ganz viele Fans. Und dementsprechend würde ich gerne noch fragen, hat jemand von euch eine Frage? Ich komme zu dir. Hi. Welches ist denn dein Lieblingsnotebook und warum ist es das T440? Oh, Lieblingsnotebook ist schwer singulär zu beantworten. Also das 701C ist halt echt ein Schmuckstück. Und durch einen sehr glücklichen Zufall habe ich sogar zwei dieser Geräte bekommen, nicht nur eins. Also es ist eigentlich schon unmöglich, eins zu bekommen. Und ich habe halt zwei von einem Menschen abkaufen können, der die halt gefunden hat. Und dann dachte ich so, okay, das ist definitiv eins der nächsten größeren Projekte. T440, na, also so die 40er, 50er Serie von Lenovo, die kam echt nicht gut an. Da haben sie nämlich die physischen Mausknöpfe am Touchpad entfernt. Das mochten die Leute gar nicht. Habe ich deswegen nicht in meiner Sammlung. Ansonsten habe ich immer echt eine Schwäche für diese X61S-Serie. Die ist halt einfach wunderschön designt und hat eine phänomenale Tastatur. Ja, und ansonsten würden jetzt bestimmt noch so 3 bis 20 weitere Geräte einfallen. So, hier wir noch. Ne? Du sammelst jetzt die Hardware, aber hältst du auch die Software original? Also tust du die ganzen Windows-Betriebssysteme darauf an?
Ja, mache ich auch. Also auf jedes Gerät kommt zeitgenössische Software, also das, wo der Sticker unten drauf ist. Und natürlich auch, wenn es denn die Hardware zulässt, noch im Dualboot entweder ein Linux aus der Zeit oder bei Geräten, die jetzt noch nicht so alt sind. Also das Gerät ist jetzt 5 Jahre alt, da fahre ich halt ein aktuelles Linux drauf. Und die Treiber, die sind tatsächlich zum Großteil noch ohne Probleme auf der Lenovo-Webseite herunterzuladen. Also bis zum T23 alles easy, gar kein Thema. Für alles, was älter ist, da muss man ein bisschen gucken. Ich habe mir so ein kleines Python-Skript geschrieben, das man auf GitHub findet, wo ich einfach nur sage, Modell sowieso, Betriebssystem sowieso. Und dann lädt mir das halt die ganzen Treiber runter. Die habe ich auf dem NAS abgelegt, damit ich mir die nicht manuell runterladen muss. Als die Marke und die Produktion übergegangen sind von IBM zu Lenovo, da gab es gerade in der Anfangszeit so viel Panik mit, dass jetzt die Marke verramscht wird, dass die Qualität einbricht und dergleichen. Hast du bei den Geräten, die du da hast, gerade in der Anfangszeit so was feststellen können, dass es runterging und dann wieder hoch, oder ist es gleichbleibend gut geblieben oder wie hat es sich entwickelt? Also das Interessante ist ja, dass das kein harter Cut war, sondern Lenovo hat ja auch viel der Entwicklungsstudios, nenne ich jetzt mal, übernommen und auch die Menschen, die daran gearbeitet haben. Also die Leute, die vorher für die Geräte gebrannt haben, haben das auch weiterhin getan. Und man hat das ist eigentlich so ein schleichender Übergang. Es gibt auch so ganz kuriose Dinge. Du hast so Geräte, die haben noch ein IBM ThinkPad-Logo auf der Handballenablage, aber unten steht schon Lenovo drauf zum Beispiel, also so die 60er-Serie. Also da, finde ich, hat man eigentlich gar nicht so viel gemerkt. Problematisch war es dann halt so, wie gerade ja auch schon gefragt wurde, so die 40er, 50er Serie. Da sind sie einfach irgendwo kurzzeitig falsch abgebogen. Dann finde ich, eine Zeit lang hat Intel sehr sich auf den Lorbeeren ausgeruht und hat thermisch nicht sehr gute CPUs designt. Das wird jetzt wieder besser mit der 14. Generation. Und das merkt man halt auch bei den Geräten eben an. Und jetzt zum Beispiel aktuell, die neuen ThinkPads, die rauskommen, sind jetzt auch alle wieder mehr in Richtung Reparierbarkeit. Wir haben hier zum Beispiel auch DDR5, der gewechselt werden kann. Und es gibt jetzt die ersten Geräte mit LPCAM2. Das ist so ein Standard, den hat Lenovo mit Dell designt, um zum Beispiel einen Gegenansatz zu den aktuellen MacBooks zu haben. Da hat man ja ein SoC, wo alles drauf ist, SSD, Speicher, bla, weil die Geräte ja so dünn sein müssen und man deswegen keine Module mehr bauen kann. Und die haben das Gegenteil bewiesen. Das sieht im Prinzip aus wie eine CPU, nur dass es halt RAM-Riegel sind, ja, die dann halt gesteckt werden. Also es gab immer Hänger zwischendrin, aber ich glaube, jetzt sind sie wieder auf dem Weg der Besserung. Ja, dann vielen herzlichen Dank auch für deine Antworten. An der Stelle sind wir dann soweit durch, zeitlich. Ich glaube aber, wenn ihr weiter Interesse habt, über das Thema abzunörden, ich habe da was von so einem Podcast gehört, vielleicht hört man die eine oder andere Person von euch ja da. Und ansonsten kann man dich, glaube ich, auch auf dem Event und in diesem Internet sehr gut erreichen. Noch einmal vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.